Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute ist Post bekommen. Wir haben demnächst Weihnachten. Das Video wird wahrscheinlich ein bisschen später kommen. Aber für alle werdende Mütter, Väter, Opas, Omas, was auch immer. Wir haben hier etwas, was ziemlich cool ist, was wir im Internet gefunden haben, weil wir überlegt haben, was können wir dann noch so als kleines Geschenk machen. Und zwar gibt es im Internet oder auf Amazon, ich mache einfach mal unten einen Link rein für diese Sachen, diese Bücher hier. Oma, erzähl mal. Und das gibt es auch nochmal mit Opa, erzähl mal. Und das gibt es aber auch nochmal, glaube ich, in anderen Variationen. Und das ist auch echt schön, ja, sieht echt super aus. Und da sind so Fragen drin, ja, zu der Zeit, ja. So Sachen wie, ich weiß jetzt nicht, aber da gibt es, ich mache es einfach mal auf, ganz kurz. Das ist eigentlich ziemlich cool, wenn ich es aufkriege. Schere. Also das ist wirklich echt Zucker. Und zwar schauen wir mal, dass wir was finden. Zum Beispiel, welche Geräusche oder Gerüche verbindest du mit deinem Elternhaus? Ja, also so ganz komische Fragen. Oder komische vielleicht jetzt nicht. Wo habt ihr eingekauft und wie oft? Also so Sachen, die man normalerweise halt nicht so erzählt. Ja? Wie habt ihr früher Weihnachten gefeiert? Oder wie ging es nach deiner ersten Arbeitsstelle weiter? Was hast du danach gemacht? Also solche Sachen. Und das gibt man im Prinzip der Oma von dem Kind. Ja, also sprich, Xiaohens Mutter kriegt das hier und mein Vater kriegt das hier, ja. Und ja, und die dürfen das dann ausfüllen und so ein bisschen teilhaben, ja. Und dann später, wenn das Kind dann größer ist und auch schon lesen kann und sich da vielleicht auch für interessiert, kann er das dann nachlesen und schauen, wie Opa und Oma das Kind erlebt haben oder wie sie so gelebt haben. Also das ist wirklich voll schön. Welche Hobbys hast du? Bist du ein Fan eines bestimmten Fußballvereins? Lauter so Sachen. Das ist wirklich super süß und kann ich nur empfehlen. Ich freue mich schon voll drauf, auch vor allem es selber zu lesen als Vater oder auch als Mutter. Zu schauen, weil ich persönlich finde mein Vater jetzt ziemlich interessant, muss ich sagen. Also ich finde das immer sehr, sehr spannend zuzuhören, was er so erlebt hat, als er so alt war wie ich. Und wenn ich mir das vorstelle, er schreibt da so von seinem Leben da rein und ich kann das dann irgendwann mal nachlesen, auch wenn er nicht mehr da sein sollte, dann habe ich immer irgendwie was von ihm und mein Sohn oder meine Tochter dann auch. Und das finde ich einfach ja, sehr berührend, sehr schön. Und ich freue mich schon voll drauf, ihm das an Weihnachten zu geben. Und dass er das dann ausfüllen darf. Und natürlich auch der Oma bzw. Xilens Mama, was ja auch meine Mama irgendwie ist, weil sie mich ja auch schon so lange begleitet und mir hilft bei allen möglichen Sachen. Dafür auch vielen Dank. Und ja, kann ich nur empfehlen. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ein tolles Geschenk für werdende Omas und Opas. So, war auch nur ein kurzes Video einfach ja, für euch. Könnt ihr mal vielleicht irgendwo mal ein Video machen und mal gucken, was da so drin steht. Was die Oma und Opa so geschrieben haben. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.